Da sind wir wieder mit Final Fantasy 2. Wir haben Helda endlich gerettet. Hilda. Und Cid. Und können uns dementsprechend jetzt endlich auf den Weg machen. Und die Zerstörer vom Himmel holen. Beziehungsweise, naja, er ist ja gar nicht am Fliegen. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Bevor sich jemand fragt, warum ich mich selber noch nicht vom Blind befreie, das hat einen ganz einfachen Grund. Bevor ich da beim Kern ankomme, werden mir wahrscheinlich noch mehr dieser Schrecks über den Weg laufen und ich glaube, dass sie mir heftig in den Arsch fressen werden, indem sie einfach nochmal das machen und ich nachher kein Mana mehr hab und dann kein Medikament mehr wecken können und das wäre ein bisschen scheiße. Daher... Toxicum Grimoire. Da, eine Potion brauche ich nicht, aber egal. Höllentaucher. Ist aber auch, naja, wir haben ja noch nie gesehen hier. Kann aber irgendwie auch nichts. So. Items. Ja doch, war richtig. Ich sag ja, wir laufen wieder Magier über den Weg. Gut, wenn jetzt vergiftet wäre, kein Problem, ich habe ja Antidot. Erstmal Angriff steigern. Oh Mann! Lächerlich. Ja, ohne Spaß, steigert ruhig euren Angriff, das bringt euch auch nichts, wenn ihr nicht angreifen könnt. Oder wenn ihr nicht angreifen tut.
Kontrolle. In dem Sinne. Boah, ich hasse diese Homo-Magier, wa? Die Egelsfackel müssen wir wieder reinschmeißen, ne? Stimmt? Oder Sonnenfeuer? Alles klar. In einem hohen Bogen fliegt die brennende Fackel in Antrieb. Was habt ihr getan? Der Antrieb! Diese Stimme. Beeil dich, Amber. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Wir müssen zu Sid. Haha. Die, Bitch! Ich mache eine kurze Pause, wir sind sofort wieder. So, da sind wir wieder. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. Also, ich gehe mal hier rein. What? Oh nein, der Zustand des Königs hat sich wieder verschlechtert. Oh, dann ist sie bestimmt da. Dann ist sie bestimmt da. Ja. Nö. Gorn, Minyu und Yonsi, ich habe eine letzte Bitte an euch. Hört aufmerksam zu. Gorn, ein prächtiger Mann ist aus dir geworden. Du hast das Format zu einem starken Befehlshaber. Führe mein Heer an und stehe Hilda zur Seite. Unter Einsatz meines Lebens, mein König. Minyu, du kennst die Legende über den fürchterlichen Zauber, dessen Bann aufgehoben werden soll, wenn die Welt vor ihrem Untergang steht. Ist es nicht an der Zeit, das Bannsiegel aufzuheben? Das ist es, mein König. Das Bannsiegel soll gebrochen werden. Yonsi, reist nach Dyst, in das Schloss der Drachenritter. Sie sollen von den Armeen des Imperators völlig ausgerottet worden sein. Doch der Orden der Drachenritter war mehr als nur ein einfacher Ritterorden. Die Ritter und Paladine waren von edlem Geblüt. Stolz und ehrenhaft. Es muss noch Überlebende geben. Wir brauchen ihre Kraft und die Kraft ihrer Drachen. Mit vereinten Kräften ist uns der Sieg sicher. Meine Tochter Hilda, sie ist noch unerfahren. Kümmert euch um sie. Majestät!
Es ist die falsche Zeit, um Tränen zu vergießen. Ihr habt die Worte des Königs vernommen. Es ist unsere Pflicht und unsere Bestimmung, die letzten Befehle des Königs auszuführen. Warte, du hast doch meinen Staff! Dumme Nutte. Als der Imperator mit seinen Soldaten in Düst einfiel, vermuteten wir eine harmlose Machtdemonstration des Imperators. Tatsächlich fürchtete er die Stärke und den Einfluss der Drachenritter und er merzte sie aus. Die Ritter des Drachenordens sollen die Sprache der Drachen verstehen können. Womöglich gibt es noch Drachen, die überlebt haben. Sie wären ein starker Verbündeter. Geht nach Palum, dort werdet ihr vielleicht Schiffe finden, die nach Düst fahren. Alles klar. So. Erstmal ins Inn. Mana und zu regenerieren. So. Rüstungsladen? Nein. Nein, das ist der Waffenladen. Das ist der Magieladen. Ach, das gab's bei dir. Das ist uninteressant. Das haben wir alles schon. Das ist die Kirche. Ah, da ist der Teeladen. Alles klar. Da wollte ich ja. Oh ja, ich hab das Geld, Biatsch! Ich bin so reich, Biatsch! Aha, Biatsch! Jo, alles klar. Oh. Nein. Wir belassen 2-2. Warte mal, was kostet das in der Mitte? Sonst nehmen wir davon auch noch ein bisschen mit. Hier, Kruzifix. 50 ist ja nix. Hammer können wir auch mitnehmen. Na, Froschenstein sollte uns schon nicht Einhalt gebieten. Sollte uns es treffen. Ja, ohne Spaß, wa? Ordnen. Und gleich nochmal mitnehmen. Ja, aber komisch, dass es nicht geheilt wird beim Regenerieren im Innen, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich echt nicht. So, Palum. Das war. Wo war das denn noch? Ich habe keine Karte auf. Lalala. Müsste irgendwo da rechts gewesen sein. Jetzt müsste hier irgendwo. War das? Hier war das, ne? Palum, jawohl. Oh, die ist neu. Korsaren. Ihr wollt nach Düst? Da habt ihr aber echtes Glück. Mein Schiff wollte gerade Anker lichten, um Düst aufzubrechen. Wollt ihr mitkommen? Oh ja. Jonsi, mir gefällt das nicht. Sieht zu gut aus. Ich bin eifersüchtig. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Kein anderes Schiff, das uns nach Düst bringt, haben wir nicht. Ich bin Layla. Ich warte draußen vor der Stadt, also beeilt euch. Das ist ja mal geil. Ah, das hier. Alles klar. Daram, tada. Zuerst mal das Schiff einsteigen. Yay! Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön. Oh mein Gott. Selbst schuld, wenn ihr so leichtgläubig seid. Lasst alle Wertgegenstände hier und ich lasse euch das Leben.
Was denn? Ihr wollt euch gegen mich auflehnen? Macht sie fertig, Männer! Cliffhanger, Bitch! Wir sehen uns in der nächsten Folge von Final Fantasy 2. Ja, ich habe leider keine Zeit, jetzt noch viel aufzunehmen. Ich hoffe, es hat gefallen, danke fürs Zusehen und bis dann. Ciao!